Heute ist es Landrängenden. Oh Gott, es geht schon los. Ah, ich wollte eine coole Einleitung machen, aber ist schon vorbei. Hiermit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play My Time with Posha. Ich wollte sagen, dass Mali und mir, uns ist das egal. Wir machen unser Ding, ne? Wir erkunden die Welt und Ruinen und sind voll die krassen Mädels und machen nicht irgendwelche Landrennen. Nein, wir kämpfen. Wir hauen Monster und Schwerter und Hammer ins Gesicht. Das ist unsere Bestimmung. Also los, gehen wir auf zur Sternenlichtinsel. Klingt übrigens sehr süß. Da paddeln wir los auf meinem selbstgebauten Boot. Ja, das kann ich nämlich, Boote bauen. Ich habe es nicht mehr hingekriegt, die Gummijets bei Kingdom Hearts zu bauen. Da habe ich immer die vorgefertigten Dinger genommen. Ich glaube, ich habe meist bis zum Ende einfach das Standardding genommen. Also, was das angeht, bin ich ingenieursarchitektisch, was auch immer mäßig, total. Das sieht echt geil aus. Schlecht. Boah, das sieht voll geil aus. Da gibt es bestimmt auch viele neue Materialien. Oh Gott. Das ist cool. Das ist also die Sternenlichtinsel. Sieht nett aus. Der Eingang der Ruine ist dort drüben. Gehen wir. Aber eigentlich will ich alles erstmal hier erkunden. Hier gibt es ganz viele neue Sachen bestimmt. Zum Beispiel dieses Wasser. Dieses Wasser ist so toll. Oh. Ich bin einfach mal, okay. Okay, was bist du denn? Kann ich dich abbauen? Kann ich dich abbauen? Nein, kann ich dich wegbohren? Nein, du. Okay, dann kann ich auch ganz bestimmt dich abbauen. Nein. Okay, das enttäuscht mich gerade mehr als es sollte. Okay, ich komme damit klar. Ich bin cool damit. Aber hier muss es doch irgendwas Besonderes geben. Wie zum Beispiel das tolle Palmholz. Oder dieser seltene Palmenstein. Nein. Nein? Nein. Aber das können wir sammeln. Ja! Ich habe eine Kokosnuss. Ja, und ich zögere nicht, sie zu benutzen. Was haben wir hier? Eine Leoparden. Oh Gott, will ich es wissen. Okay, wir schauen nach. Momentan trage ich ja meine geile Kappe des Apfelrings sein, des Abenteurers. Maximale Lebenspunkte 600, das ist schon übelst viel. Das ist mehr als ein Viertel meiner gesamten Lebenspunkte, aber wegen dieser Kappe. Krass. Was machen diese komischen albernen Irschen? Verteidigung plus. Ach nee, das ist... Ah, das ist so accessoiremäßig. Okay, gut. Na, ich bin eh so... Warum renne ich eigentlich schon mal ins Wasser? Was ist das mit mir? Mache ich nicht diese. Ich sollte damit aufhören. Kann ich irgendwie hoch? Oh, ich kann hier hoch. Ich habe Angst, wenn ich jetzt wieder irgendwo hochklettere, dass ich mich hier irgendwie wieder festpacke und die Entwickler sich die Hände reiben. Haha, ist die doof. Okay, jetzt bin ich hier oben oder. Was ist das denn? Was ist das denn? Ist das ein Monster? Oder kann ich es abbauen? Oder das sieht interessant aus. Da gucke ich gleich mal. Oh, was ist das denn? Das ist, ich muss gleich gucken, was da ist. Ich bin sehr erfreut gerade wegen der Gesamtsituation. Okay, dann schauen wir mal, was das alles jetzt hier ist. Was bist du denn für einer? Du bist eine Koralle. Ist halt Korallen. Das ist ganz schön Korall. Das ist immerhin, also ich rede mir das gerade schön, denn daraus sind Korallen. Kann ich handwerklich bestimmt irgendetwas Tolles basteln? Eventuell. Oh, das ist auch eine Koralle. Koralle. Oh, noch eine Koralle. Ich bin jetzt das Lustige. Oh, eine. Oh mein Gott, es ist nicht einfach nur eine Koralle. Es war eine Sternenlichtkoralle. Mhm, behave. Okay, wie geht's denn jetzt weiter? Kann ich hier hoch? Ich habe immer Angst, irgendwo durch den Boden zu fallen und mich festzuklitschen. Und andererseits denke ich mir so, das Spiel ist so konzipiert, dass sie eigentlich wollen, dass ich das tue. Ich weiß aber nicht, wann sie das wollen, dass ich das tue, wann ich das dann lieber doch nicht tun sollte. Ja, nämlich das genauso gute Schatztruhe oben drauf sein können. Das machen die. Ihr wisst das. Die Spielentwickler sind so fies. So, okay. Gut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dann irgendwann alles hier abgesucht habe. Die sehen übrigens aus wie dieses eine Gastrodon. Nicht Gastrodon, sondern Gastose. Nicht Gastro. Wie heißt denn nochmal das eine Pokémon, was bei Pokémon Sonne und Mond immer James, sich so an James dran schmiegt? Das ist Korallen-Gift-Pokémon, was denkt, dass James eins von seiner Art ist und dann immer so ganz verliebt in es ist.
Gastello? Was Gastello? Ich weiß es nicht. Es hat auf jeden Fall die Farben und sieht ein bisschen so aus. So, jetzt habe ich es gesagt. Keine Ahnung. Ist das die Kokosnüsse? Geil. Ich bin jetzt richtig krass Kokosnüsse sammeln. Da kann ich bestimmt auch gute Sachen draus kochen, die gute Werte haben. Das ist ja schön. Mali tut mir gerade ein bisschen leid, weil ich so ein bisschen im Schlepptau habe, aber ich lege da eigentlich schon relativ viel Wert drauf, dass ich mir die Umgebung erstmal in aller Ruhe angucke. Oh, hier haben wir auch noch welche. Wie hieß denn das? Kursto, Kurs, Gast, Kurs, Kommod. Oh, nein, das ist ja wieder ganz anders. Gastrilla, Gastella? Boah, ich weiß es nicht. Hier, Pokémon-Kenner. Wie heißt das Pokémon, was so in James verknallt war bei Sonne und Mond im Anime? Krasti, Kast, ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hab's vergessen, wie es heißt. Ich will nicht mehr Pokémon-Fan sein. Ich hab keine Ahnung. Kann ich die wegmachen? Ich meine, die sehen doch schon ziemlich penetrant aus, aber ich glaube nicht. Vielleicht hätte ich den sehr zugehörig aus zur Umgebung. Na, das ist schwer, erstmal hier rauszufinden, was ich hier überhaupt hier irgendwie wegschlagen kann. Dich kann ich aber wegschlagen. Du siehst aus, wie einer da geschlagen werden will. Ah, was? Nein? Okay. Okay, dann doch nicht. Okay, was haben wir denn hier noch so schön? Also nochmal Korallen und Korallen und Korallen und Pilze? Pilze, die ich nicht einsammeln kann, das ist natürlich sehr... Ist denn, die machen hier Dekopilze hin. Dekopilze. Ich kann die nicht mal einsammeln. Was soll das? Ich will die mitnehmen. Ich kann sie nicht abbauen. Ich muss die Pilze einfach so lassen, wie sie sind. Okay, also wenn jemand fragt, ich konnte sie nicht mitnehmen, ja. Wenn irgendjemand irgendwann mal fragt, es ging nicht. Ich will nur die ganze Schuld von mir nehmen. Also das ist gerade relativ überraschend und spektakulär. Muss ich gerade ehrlich sagen. Ich dachte, hier wäre ein bisschen mehr. So an krassen neuen Items oder so. Kommt bestimmt noch. Aber... Ha! Ich gucke mir trotzdem noch alles zu Ende an. Vielleicht ist ja irgendwo noch eine Box mit lustigen Leopardenohren noch drin oder sowas. Okay, ich bin jetzt aber die grobe Runde, glaube ich, jetzt einmal rum. Eventuell ist bestimmt irgendwo noch eine Kiste versteckt. Ich glaube nicht, dass die sich das... Ja, die werden die nicht nur eine einzige Kiste versteckt haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Angenommen, es wäre so. Wäre es auch langsam Zeit, wieder Richtung Eingang zu gehen und Kokosnüsse zu sammeln. Mann, hier ist gerade echt nichts weiter. Gut, da haben wir das jetzt gemacht. Ist hier noch was? Die Antwort ist nein. Das ist echt traurig gerade. Na gut, dann... Ja, mal, das ist nicht so wichtig, ne? Das Wichtigste ist das Dungeon. Da werden wir gleich reingehen und werden einen neuen Gegner mal so richtig schön den Marsch blasen. Ich hoffe, das funktioniert so. Auf jeden Fall sieht es riesig aus und wird euch auch ziemlich viel versprechen. Guck mal, ich rüste sogar schon mein Schwert aus. Los geht's. Die Zeit bleibt hier drin stehen. Das gefällt mir. Dass die Zeit nicht vergeht. Das war vielleicht auch ein Hinweis, dass es hier keine Materialien gibt. Weil es wäre unfair, wenn ich unendlich viel Zeit hätte, um Materialien zu sammeln. Okay. Das sieht aus wie ein alter Büropark. Büropark? Okay. Sowas finden wir oft in Lucien. Komm schon, gehen wir rein. Bleib mal in der Nähe, okay? Ja, du bist ja relativ stark. Oh ja! Hast du schon alles andere weggeslayert? Ich irritiert, dass die Fische hier Deko sind. Ich finde, das ist nicht gut. Das macht mich fertig. Wir sind so einzelne Fische, aber der ist ja schon ziemlich fett. Also guckt euch den mal an. Damit kannst du eine Familie eine Woche lang ernähren. Die Kleinen, die sind okay. Aber der Große, da macht mich nervös. Okay. Oh nein, wieder die Elektrohundis. Her mit euch, ihr Geschützhunde! Geht auch voll ab. Finde ich gut. Schade, dass ich nicht heiraten kann, weißt du? Immer wenn ich mich in irgendwelche Frauen in Spielen verknallte, kann ich sie nicht heiraten. Dasselbe ist mir bei Skyrim passiert. Ganz furchtbar. Oh. Ah. Du bist ja ein Großer. Fahre ich irgendwie gleich wieder runter? Nee. Okay, das ist hier quasi so ein Aufzug. Guck mal erstmal hier. Okay, und biau. Geschützhund. Ein paar Kabel der Türsteuerung sind durchgebrannt. Kannst du das reparieren?
Um die Tür zu reparieren, brauchst du 3 Kupferdrähte. Platzieren. Okay, ich habe anscheinend 3 Kupferdrähte bei mir. Einfach mal so. Was ist denn hier hinten los? Was macht Mali? Was machst du hier? Was hast du hier gemacht? Hast du hier irgendwas Krasses gemacht? Oh. Ich liebe einfach auch diese Kistenöffnungsanimation, dass er einfach mal so voll lapidar dagegen tritt. Als ob es nichts wäre, so. Na gut. Also 2 Korallen, weil es hier nichts Besonderes. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Das ist interessant. Weißt du, was das ist? Nö. Das sind Entwürfe für Prozessoren. Für uns im Moment ziemlich nutzlos. Aber da wir nicht planen, eine der Teile herzustellen. Das ist also eine Anlage für Entwürfe. Wir müssen vorsichtig sein. Es könnte KI-Wachen geben. Das haben wir ja schon gemerkt. Diese bösen Hundis. Ja, spannend. Ich mag so die Geschichte und so die Idee dahinter. Die haben da schon ziemlich viel an Gedanken reingesteckt. Schade, dass das dann eher wie so ein Kinderspiel aufgemacht ist. Kann ich hier irgendwas machen? Oh. Okay. Das sieht gut aus. Habe ich hier Ausdauer? Ach da. Ich war gerade schon irritiert. Ich glaube, ich habe jetzt hier für oben den Gang aufgemacht. Perfekt. Boah. Bei der Perspektive wurde mir gerade schon fast ein bisschen schlecht. So. Geschützhund. Ich mag die Erfahrungspunkte, das ist cool. Ja, gut, dass Mali dabei ist. Sie ist eine richtige Hilfe. Ich bin erstmal dagegen. Das sieht auch wieder wichtig aus. Keine Chance, da hochzukommen. Der Motor des Aufzuges ist kaputt. Kannst du ihn reparieren? Sichi, ich kann alles. Ich bin MacGyver, weißt du. Ich kämpfe mir das mal hier durch. Das sieht nämlich schon so richtig aus. Vermutlich müsste ich eh hier lang, um irgendwas zum Reparieren zu finden. Aua! Boah, wie die einfach mal alles weghaut. Das ist schon krass. Ah, was haben wir denn hier so Schönes? Einfach nur eine Truhe, okay. Was haben wir? Strukturelle Ästhetik. Das ist ja ganz wunderbar. Wofür brauche ich das Ding überhaupt? Davon habe ich doch schon was. Von verlassenen Ruinen 2. Das stimmt nicht mal. Ein Buch aus der alten Welt. Ja, das. Okay, das kann ich einfach verkaufen. Okay. Gucken wir mal wegen dem Aufzug. Dip, 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 dip. Nee. So, gucken wir mal. Ah, um den Aufzug zu reparieren, brauchst du einen verbesserten Motor. Anscheinend habe ich schon einen gefunden. Ich achte da schon gar nicht mal drauf. Okay, an damit. Jetzt fahr ich ohne Wally hoch. Tschüss. Ach, der wird schon gleich neben mir spawnen. Alles gut. Oh, oh, oh. Das ist eine Tür. Da ist eine Tür auf der anderen Seite. Oh Gott, sind das wieder so Schweinchenroboter. Warte. Wow. Nicht sehr freundlich. Okay, dann machen wir die mal. Au. Oha. Das sind richtige Kickbox-Schweine hier. Und auch gleich 2 auf der Stelle. Das ist schon viel. Ich sehe gar nicht Lebenspunkte von ihm. Ich greife einfach ran und hoffe aufs Beste. Die haben eine echt gute Verteidigung. Ich sehe, wie viel Schaden ich an dem mache. Das ist nicht sehr viel. Ich mache teilweise ja auch doppelt so viel. So, den Hammer. Mach den hier noch fertig. So. Cool. Weiter geht's. Da sind noch vielleicht auch irgendwelche Kisten versteckt. Die gucken ja immer so leicht raus, aber. Ah, nö. Nö. Hier vielleicht so? Nö. Schade. Ich bin jetzt ein bisschen suspicious geworden durch die Entwickler, weil die gerne mal Zeug verstecken. Okay, was gibt's denn hier? Oh, das sieht ja interessant aus. Okay. Das schwebt. Krass. Das ist der Zugangscode. Der was? Für den Positionscomputer, den wir gefunden haben.
Im Zeitalter der Verderbnis hatten die meisten Länder mächtige KIs, die All-Source-KIs genannt wurden. Sie kontrollierten alles, von ihrer Infrastruktur bis hin zum Militär. Da sie sehr empfindlich waren, wurde der Standort dieser KIs immer geheim gehalten. Nur das notwendige Personal hatte Zugang zu ihnen. Zumindest steht das in den alten Büchern. Es gab schon immer Gerüchte, dass eine dieser KIs sich in dieser Gegend befindet, aber ich habe das nie geglaubt. Das könnte eine monumentale Entdeckung sein. Manchmal habe ich so kleine Hänger, tut mir leid. Komm, gehen wir zurück. Das war's schon. Das war's schon. Ich nehme wenigstens noch die Kiste hier mit. Gib mir die Kiste. Was bekomme ich? Eine Bergkappe und die Korallenhalskette. Jetzt geht's los. Ist die Bergkappe denn gut? Warte mal. Guck mal hier. 100 Lebenspunkte. Was bringt das? Ah, die ist schlechter. Die ist schlechter. Ah, lass mal das lieber. Was macht das jetzt hier? Lerne mit Sternlichtkoralle und Seil eine Korallenhalskette zu fertigen. Ja, machen wir mal. Warum nicht? Ne? Das Humankapital mal ein bisschen erhöht, ein bisschen mehr Allgemeinwissen angeeignet. Ja, da bin ich doch gerade, ne? Das ist doch der Ort. Und da unten geht es wieder raus. Cool. Das heißt, dass ich die anderen Orte vielleicht auch noch besuchen kann. Ich bringe das zum Forschungszentrum. Schätze, wir werden eine Versammlung abhalten müssen, um zu entscheiden, ne, was als nächstes zu tun ist. Danke für deine Hilfe heute. Ich melde mich bei dir. Yay, und ich habe sogar ein bisschen Geld gekriegt. Aber keine Freundschaft zu ihr. Hier sieht es aber, Porsche Harbor, ne? Hier sieht es aber auch schon ein bisschen cooler aus. Das ist schon fresh. Zwar null belebt. Okay, da vorne rennen zwei rum jetzt, aber könnte etwas lebendiger sein. Oh nein, Landrennzeitangriff ist vorbei. Oh nein. Was hatte ich denn jetzt hier noch für Aufträge gerade? Ach ja, stimmt, noch ein paar Events. Genau. Der Kirche des Lichts, was war das für ein Event? Der Diebstahl, ja genau, das war ja noch ein Ding. Und genau, Enchibau, die hat noch Probleme mit ihrem Zeug. Gut, da sollten wir uns auf jeden Fall jetzt auch noch drum kümmern. Das wäre ganz gut. Und ich könnte vielleicht mal gucken, was diese Korallenhalskette macht. Das wäre vielleicht auch ganz klug. Vielleicht ist sie super gut und erhöht meine. Jetzt würde ich damit wegfahren. Sieht halt auch aus wie eine Haltestelle. Das ist voll fies. Diese Haltestelle spielt mit meinen Gefühlen. Ja, die muss ich nehmen. Ah, jemine. Gut, dann erstmal schnell nach Hause. Habe ich Seile? Kann ich Seile machen? Was sind Seile? Wer bin ich? Korallenhalskette. Oder vielleicht habe ich sogar selbst schon Korallenhalsketten. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken einfach mal in der Werkbank. Ich hüpfe hier rüber. Ich bin voll krass. So. Schauen wir mal. Ja, neu. So. Fotoalbum, Holzkorb. Kritische Trefferchance plus 10%. Ich hätte gerne noch mehr. Das wäre ganz cool. Ich habe auch einige Sachen, die relativ viel Angriff machen. Ist eigentlich auch gut. Da kann ich meinen Angriff eigentlich auch stark verbessern, ne? So, um. Nach dem, was ich habe. Schon so. Auch um 15% circa, je nachdem, was ich habe. Kuschelkette, Kristallhalskette, Gimpelische Kapuzenkuchenmenü, Petschal, schauen wir mal, Blümchenseife, Saphirring, Peaches Amulett. Das. Ja, 100, 100 genau, 11 Angriff, ist eigentlich auch nicht schlecht. Da, Korallen, Angriff plus 10, ja, ist ganz okay. Ach, Seil. Okay, Seil habe ich ja. Ja, nee. Brauche ich jetzt nicht so gesagt. Ich bin ja gerade immer so im Kriegsbereich, dass ich gerne rumcritter. Ist das jetzt hier? Was das mehr kritische. Was war das hier? Kritische Angriffschance plus 6 ist mir auch zu wenig. Was war das jetzt hier? Ah, die Sonnenbrille habe ich ja eh schon auf. Was war hier? Plus 3. Pff. Nothing ist das. Nothing. Okay, gut. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play My Time at Porsche. Und dann kümmern wir uns vielleicht mal so ein bisschen um die anderen Probleme, die auch noch existieren. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye.